Am Samstag steht das letzte Saisonspiel bevor. Für den FCA ist es ein Finale in Freiburg. Philipp Max wird mit seinen 5 gelben Karten fehlen. Und auch der Einsatz von Michael Gregoritsch ist aufgrund muskulärer Probleme noch fraglich. Die Freiburger hatten eine schwere Saison, stehen auf Platz 15 der Tabelle. Doch Augsburg will noch mal alles geben. Ja, also jetzt haben wir echt noch mal Lust, am Samstag uns zu verabschieden. Wie der Trainer vorhin schon gesagt hat, also auch im Training, auch letzte Woche schon, ist Zug drin, macht Spaß. Also da ist jeder heiß, auch noch mal einen Sieg einzufahren und sich zu zeigen. Und dann, klar, ist man froh, dass es dann am Samstagabend noch mal vorbei ist. Ziel bei uns intern ist ja die Top-10-Platzierung. Ich glaube, das ist noch möglich, wenn man die anderen oder wenn man das Spiel Hertha Leipzig sieht. Dort Hertha auch keinen einfachen Gegner. Und mindestens die Platzierung, die wir jetzt gerade haben, wollen wir auch behalten. Und das weiß ja jeder, dass Fernsehgelder und so weiter ja da mit den Plätzen zusammenhängen. Vor dem letzten Spieltag ein guter Zeitpunkt für eine Saisonbilanz. Ich bin zufrieden und finde, das war eine gute Saison. Jeder steht da zu Recht, wo er gerade ist. Und das ist bei uns genauso der Fall. Und wir brauchen nicht irgendwelchen Spielen oder Punkten hinterherjammern. Wir haben halt dann in den entscheidenden Situationen, wo wir vielleicht Spiele ja, mehr Punkte holen hätten können, ja, nicht gut gelöst, nicht optimal gelöst. Daraus können wir auch wieder was mitnehmen. Und von daher finde ich, ist es nicht nur, was die Tabellensituation oder den Abschiedskampf, wir haben unser Ziel erreicht, betrifft eine gute Saison, sondern auch darüber hinaus, also außerhalb des Fußballs, denke ich, hat sich die FC Augsburg oder die Mannschaft wieder gut präsentiert. Wir haben mit Richter, Framberger, Danzo, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, ja, die jetzt Bundesligaspieler sind. Wir haben mit Max einen Spieler, der, ja, glaube ich, Geschichte geschrieben hat, was Vorbereitung in der Bundesliga als Abwehrspieler betrifft und der beste Vorbereiter in der Saison ist. Und auch so Neuzugänge wie Khedira, Gregoritsch haben sich überragend bei uns eingefunden und spielen eine überragende Saison für mich und stellen da auch mit Gregal und Fimbogason zwei Top-Torschützen. Also von daher sehe ich jetzt nicht nur die Tabellensituation, sondern das ganze Jahr. Und für mich ist es dann eine super Saison. Nach dem letzten Spiel werden Mannschaft und Trainer erst einmal Urlaub machen. Urlaub, den sie alle auch dringend brauchen. Bundesliga ist jetzt zumindest für mich, so wie ich es persönlich interpretiere, 7 Tage, 24 Stunden. Und ich bin jetzt einmal froh, dass ich hoffe, ich schaffe es, 2 Wochen mal mein Handy ausschalten darf, wenn wir im Urlaub sind. Am 1. Juli geht's wieder los. Dann startet der FCA mit der Vorbereitung in die neue Saison.